Schwäbisch Teil 3. Teil 3. Schön, dass Caroline heute wieder hier ich ist. Ich finde es auch super. Dass wir heute wieder zusammen kochen. Und heute machen wir etwas ganz Passendes zu dieser fünften Jahreszeit gewissermaßen, nämlich Fasnitzkichle. Yes. Freue mich schon, wie immer. Das macht nämlich so einen heiden Spaß und heute insbesondere, weil wir so super aussehen. Ha ja, so lustig, gell? So richtig lustig. Schön verkleidet haben wir uns heute und wir haben auch hier wunderbar alles schön dekoriert, so richtig passend zu dieser Neujahrszeit und zeige euch jetzt gleich mal, was für Zutaten wir da für die Fasnitzküchle alle brauchen. Ihr braucht natürlich für die Fasnitzküchle Mehl, das Zucker. 630er sagen wir noch vielleicht kurz dazu. Gell? Hast du 630er? Genau, also das feine Dinkelmehl, nicht das 1050er mit einer feineren Mahlstärke quasi. Es wird einfach schöner beim Hefeteig. So ist das. Ja, genau. Dann machen wir weiter mit dem Zucker, damit es schön süß wird. Den brauchen wir für den Teig, aber auch nachher zum die Kichle drin wenden. Milch, Salz, Füllung gibt es nachher mit der Marmelade. Wichtig, die Hefe, die hätte ich jetzt fast vergessen, die liegt da dran. Das ist schön. Ja, danke. Dann haben wir hier die Eier. Butter, auch ganz wichtig, wie ihr wisst, ist das natürlich mit der essentiellste Geschmacksträger. Und dann nachher zum die Kichle ausbacken, nehmen wir hier das tolle Pflanzenfett. Mmh, die werden richtig schön frittiert und dann in Zucker gewendet. Super! Super! Ich würde sagen, legen wir los! Legen wir los! Gut. Ja, Caroline, magst du mir vielleicht mal Butter geben? Selbstverständlich super. Mache ich das. Wir brauchen jetzt 100 Gramm. 100 Gramm Butter, die machen wir jetzt hier gerade in das Däpfle da rein. Ja, perfekt! Ah! 100 Gramm, also keiner hätte diesen nicht nachgekriegt. Und das machen wir jetzt auf den Herd und schmelzen die Butter. Und dann haben wir noch 100 Milliliter Milch und die machen wir auch gerade warm. Damit man im da gleichen Topf? Ich würde das in einem anderen Töpfchen machen. Okay, ich hole eins. Genau. Ja. Und damit man die Hefe da in so leicht lauwarmer Milch auch schön gehen lassen kann. Was machen wir als nächstes, Mirja? Ich würde sagen, jetzt messen wir mal, nee, wiegen wir mal das Mehl ein. Abmessen wird schwierig. 3 Meter Mehl. 3 Meter Mehl. 500 Gramm Mehl kommen da rein. Ich mache das mal. Genau, ich gebe es dir gerade. Also man muss dazu sagen, das gibt natürlich jetzt schon große Portionen. Also wir können schon 5, 6 Leute an den Fasnitzkichle mitessen. Aber die kann man auch ganz gut aufbewahren und auch am nächsten Tag noch essen. Deswegen wir machen halt gerade für uns zu zweit. Oh, das ist jetzt ein bisschen viel gewesen, genau. Gut, aber mehr auch Besuch. So, der Helge freut sich auch. Oder? Ja, ja, so ist gut. Traumhaft. Hat dann bröckelig die Hefe schon mal rein, gell? Mhm. Das mache ich eigentlich auch gern, gell? Hefe hat so ganz wichtige Konsistenz. Das geht mir auch so. Jetzt gucken wir mal, ob das schon warm ist. Lauwarm, ja. Gut sagt, das langt. Und ich leere dir jetzt gerade in die Kuhle die lauwarme Milch rein. Und dann kann man das, also das kann dann da ruhig so drin, also noch gar nicht so arg, wird es noch gar nicht so arg vermischen. Das habe ich jetzt auch eigentlich genau nicht will. Und man kann jetzt auch schon ein bisschen Zucker rein tun, weil die Hefe geht ja immer besser, wenn schon ein bisschen Zucker drin, genau, drin ist. Genau. Und wie viel brauchen wir, Caro? Kannst du mal einen Blick werfen auf das Rezept, bitte? Zucker. 30 bis 50 Gramm. Dann machen wir gerade also 40 Gramm. Nein, das ist doch gerade der Mittelwert. Und jetzt heißt es abwarten, bis die Hefe so ein bisschen sich aufgelöst hat. Sagen wir mal so 10 Minuten. Denke, ja. Alles klar. Na, komm. Gut.
So, jetzt machen wir gerade, während die Hefe sich auflöst, noch das bisschen Salz dazu. Ein Teelöffel steht im Rezept. Ich habe das jetzt mal hier so Pi mal Daumen mit meiner Hand abgemessen. Nein damit. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so. Die Hefe sieht schon ziemlich gut aufgequollen aus, oder? Jo, jetzt kommen die Eier dazu. Genau. Zwei Eier, ein Eigelb? Jupp. Schauen. Nein, das kannst du ruhig machen. Gib mir mal eine Teste raus zum Trennen. Und nein damit. So, ich fange jetzt schon mal an, das umzurühren, derweil wir haben ja noch die Butterschmolze vorhin auf dem Herd. Die sollte man jetzt nicht ganz heiß da reinleeren. Das ist nicht so gut. Das heißt, am besten, man wartet noch ein bisschen und kippt die dann rein, wenn man ganz zum Schluss. Also, willst du mal mit den Händen oder so? Mit den Händen, ich hab's gerade schon gewaschen, ja. Ja, dann mach du das doch, genau. Sauber zuerst mal das Ärmel. Ah ja, dass die schmutzig wird. So. Ich habe gelernt, man macht das beim Hefeteig immer so zu einem Punkt hin und so auf einer geraden Fläche geht das dann doch einfach am besten. Hilf mir mal mit der Brille. Oh ja, selbstverständlich. Wunderschön wird der. Ein ganz gutes Rezept ist das. So. Was sagst du? Ja, ja, der wird schon richtig schön feucht, gell? Das ist gut. Ja, das ist gut. Dann machen wir den gerade mit dem Schüsseltrick, decke die ab. Jetzt kommt nämlich der anstrengendste Teil von der Basiskichle. Warte. Nämlich, bis der Teig doppelt so groß ist, circa. Wir stellen den an einen warmen Ort, in der Nähe von der Heizung auf. Und dann wartet. Ja, das stimmt. Aber wir können jetzt das Geheimnis gewissermaßen lüften. Jetzt haben wir den Teig gehen lassen. Und jetzt gucken wir uns den mal an. Tada! Da, 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 da. Wunderbar. Wunderschön aufgegangen. Und jetzt rollen wir den aus. Wir machen mal die erste Hälfte. Magst du das mal rausnehmen? Dann schütte ich ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche zum Auswellen. Da kommt ja wunderbar raus. Ganz schön luftig. Ich sollte noch mal geschwind durchkneten, gell? Ach so, mach das. Genau. Schön, richtig schön geworden. Wenn wir die jetzt auswählen, die Fasenskirche, danach schneiden wir die noch mal und dann gehe die auch noch mal so circa, ja, sagen wir mal 20 Minuten schon. Also die müssen richtig gut Zeit haben zum Gehen, damit die nachher richtig luftig schmeckt. Also man wählt den Teig natürlich nicht ganz komplett aus, also der soll jetzt nicht so dünn sein wie Pizzateig, weil die Fasenskichle ja schon eine gewisse Dicke haben solltet. Ungefähr einen Zentimeter dick, oder? Genau. Können auch gerne ein bisschen variieren, so von der Größe. Genau, wer einen Ausstecher hat, also man kann natürlich auch runde Fasnachtskichle machen und mit einem Glas zum Beispiel oder irgendwas ähnliches die Ausstecher. Aber dann bleibt da immer so viel Teig übrig, deswegen ist das eigentlich ganz praktisch, einfach Raute zu schneiden. Das gibt ein großes. Jetzt decken wir das gerade noch ab, nochmal mit einem Scherentuch, damit die schön gehen können. Und machen gerade nochmal eine Pause. Ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Pause tänzle grad. Machen wir uns jetzt mal wieder an die Vorbereitungen, damit wir gleich die Fasnitzküchle ausbacken können. Nehme ich hier das reine Pflanzenfett und mache das in einen richtig großen Topf. So bauen wir uns quasi eine eigene Fritteuse. Dazu verkleinern wir das einfach ein bisschen. Das geht dann alles ein wenig schneller. In der Zwischenzeit mache ich jetzt schon mal die Marmelade in unsere Spritze rein, damit man das nachher schön in die Fasenskirche Neispritze kennt. Also ganz einfach, Erdbeermarmelade ist da gar nicht so schlecht. Also
Erdbeer-, Kirsch- oder Himbeermarmelade nimmt man in der Regel für die Füllung von der Fasanskichle. Also Aprikosenmarmelade oder sowas Neumodisches wie Kiwi, Rhabarber oder sowas würde da jetzt nicht unbedingt reinspritzen. Aber jeder Geschmack ist anders. Etwas, was man auch super gut in der Zwischenzeit vorbereiten kann, ist die Vanillesauce. Wenn wir nachher die Fasanskichle, die frisch gebackene, schön in Vanillesauce zu dunkeln, das ist etwas auch richtig Leckeres. Und deswegen rühre ich die jetzt gerade an, die Dr. Oetker Vanillesauce, die kann man gerade kalt anrühren. Und dann nimmt man 250 ml Milch und gibt die in einen Rührbecher und fügt das Soßepulver einfach hinzu. Also ist ganz easy. Das ist jetzt auch wieder eine süße Beilage, gell? Du meinst richtig, genau. Erdbeermarmelade zum Füllen und dann eine Vanillesauce dazu. Da fällt mir gerade ein, meine Mutter hat eine Story erzählt von meinem Opa. Der hat das früher immer ganz gern gehabt, wenn es noch Kartoffelsalat dazu gäbe, hat für die Fasanskichle. Ah, da ist noch was Salziges dazu gekriegt. Ah ja, immer wenn man das ganze Süße gegessen hat, da hat man ja manchmal richtig Lust noch auf was Herzhaftes. Und dann musst also damals auch immer quasi Eilage und Fasanskichle geben, die nicht so viel Zucker trinkiert hat. Und keine Marmelade. Und keine Marmelade natürlich, genau. Und eine schöne Schüssel Kartoffelsalat dazu. Also für alle, die das mal nachkochen wollen, könnt ihr da eine Kombination machen aus unserem ersten Video, gell? Und dann... Super, gell? Je mehr Videos, desto nee, mehr das kann man das so... Nee, das gibt halt Verknüpfung. Super. Ja. So, Schutzbrille auf. Es geht weiter. Und zwar, wie man sieht, sind unsere Teigrohlinge jetzt schon richtig gut aufgegangen. Das Fett ist heiß. Es brodelt quasi hier im Topf. Und ich darf jetzt diese schöne Küchle ausbacken. Wenn du mal rankommst mit deiner Kamera, dann wirst du unsere Zuschauer zeigen können, wie schön das hier jetzt wird. Fantastisch. So, da warten wir jetzt, bis die schön braun sind von der anderen Seite. Kannst du gerade noch mal mit zwei rein. So, schön, wie sie es aneinander fügt. Die kann man schon wieder umdrehen. Da muss man sich richtig beeilen, gell? Die sind richtig schnell, das Fett ist richtig heiß. Das geht noch schon schnell, genau. Also das Fett muss schon, wie lange haben wir das jetzt standen lassen? Ja, 20 Minuten, würde ich schon sagen. Mhm. Man kann immer mal so als Tipp ein Eckle reinlegen oder auch nur ein kleines Randstück abschneiden und dann gucken, wie schnell das halt braun wird. Je schneller, umso besser, dann saugen die sich nicht ganz arg mit dem Fett voll. Ich bin soweit, ich kann jetzt die Küchle schon rausholen, lege die jetzt hier, damit das Fett ein bisschen abtropfen kann und die abkühlen können, auf ein C-Watt hoch. Und dann kommt gleich Mirja von der Seite und nimmt sich die Küchle weg. Und ich habe jetzt hier schon den Zucker vorbereitet und da werdet jetzt die Fasanskichle gerade in dem Zucker gewendet, so ein bisschen paniert und dann in die Schüssel reingeworfen. Mit Schmackes. Ja, genau. Bam! Und dann spritzen wir danach die Marmelade nun ein. Oh, ist ganz schön heiß. Ich spritze jetzt mal die Marmelade dann ein. Also gerade so reinstechen wie so eine Ärztin in so ein Fasanskichle. Einmal kurz drücken. Und dann wird die Marmelade da reingefüllt. Dann nimmt man einfach beliebig viele. Manche mögen es ja mit mehr Marmelade, manche mit weniger. Endlich geht's los! Juhu! Ich freue mich auch schon riesig. Juhu! Legen wir. Ich hole mir mal zwei, drei raus. Ich auch. Die Vanillesauce haben wir gerade noch ein bisschen warm gemacht. Soll ich dir gerade ein bisschen was drauf tun? Gern. Neben dran. Neben dran, ja, genau. So. Dankeschön. Ja, dann. So, guten Appetit. Euch auch einen guten Appetit. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ich traf sie irgendwann. Allein am Ballermann, Anita, Anita, Höschen im Haar, so stand sie wie verloren.